Hallo. So. Herzlich willkommen zu meinem zwei Nahtode, nahe am Tod Erlebnisse, die ich tatsächlich hatte. Warum Humor? Naja, wie soll man sonst leben? Ja, herzlich willkommen. Und ich teile jetzt ein Stück Leben mit dir. Und ich bitte euch gleich von Anfang an, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr selber Nahtoderlebnisse gehabt habt, weil das sind ziemlich viele und meistens ist es uns gar nicht mehr so bewusst. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mal etwas anders. Ich habe gerade noch ein paar Knospen gegessen und ein kurzes Video darüber gemacht. Und das lade ich heute oder morgen hoch, so ein Short-Dings. Nahtoderlebnisse. Also, ja, ich habe das Ganze immer ein bisschen mit Humor gesehen, auch wenn es in diesen Augenblicken vielleicht etwas speziell ist. Ich möchte wie vielleicht auch ein bisschen die Angst davor wegnehmen und dir auch zeigen, es geht weiter, auch wenn wir diesen wunderschönen Körper ablegen. Und ich selbst habe ja immer auch wieder mit dem Thema Tod zu kämpfen, in Anführungszeichen, dass mich plötzlich eine Angst überwältigt. Und ich merke aber, dass ich da rauskomme, wenn ich in die Erinnerung gehe, in diese Erlebnisse. Fängt sofort die Energie an zu laufen. Das ist richtig cool. Ich habe es ein bisschen aufgeschrieben, dass es ein bisschen chronologisch ist. Es sind zwei Nahtoderlebnisse. Eines im Holländischen Meer als Kind und einer im Spital, also nach der OP, wo es sehr, sehr dramatisch geworden ist. Und ich sogar noch Schmerzensgeld, ohne dass ich gefragt habe, bekommen habe, weil wahrscheinlich ein paar Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie laufen hätten sollen. Das erste Erlebnis. So. Ich bin in Holland geboren und mein Papa hat mit 4 Jahren hat mir beigebracht zu schwimmen. Gott sei Dank wahrscheinlich jetzt im Nachhinein. Und in Holland ist es üblich, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, gibt es das hier auch oder in Deutschland, dass man dann die erste Prüfung, die Schwimmprüfung mit Kleidern absolviert. Das heißt, man ist volle Montur angezogen. Ich weiß, ich glaube aber ohne Schuhe, weil die waren zu schwer. Bin ich mir sicher, ich glaube ohne Schuhe. Aber mit Kleidern im Swimmingpool zu schwimmen. Und dieses erste Diplom habe ich mit 4 gemacht. Mein Papa ist wirklich wöchentlich mit mir schwimmen gegangen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und das Erlebnis ist folgendes gewesen. Ich war bei meiner Tante. Ich war ungefähr. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie alt ich war. 7 oder 8 muss es gewesen sein, weil mit 9 bin ich in die Schweiz gezogen mit meiner Mama. Und ich war dort zu meiner Tante zu Besuch. Und meine Tante wohnt bis zum heutigen Tag in Scheveningen in Den Haag in Holland. Und ich gehe auch nächsten Monat wieder nach Holland, wo jetzt meine Mutter auch neuerdings wieder wohnt. Scheveningen ist ein wunderschöner, sehr, sehr breiter, also ein Strand mit einer sehr breiten Strandpromenade. Und an diesem Strand, mit dieser Strandpromenade, hat es, wenn das das Meer ist und das ist der Strand, die Promenade, dann hat es diese Wellenbrecher, diese sogenannte Steindämme. Früher waren diese aus großen Steinen, großen Felsen, die man aufeinander getürmt hat, und die dann ungefähr, jetzt muss ich wirklich schätzen, keine Ahnung, 20 Meter oder so ins Meer gereicht haben. Vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger, wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich etwas mehr. Und ich war ja eine sehr gute Schwimmerin. Und an diesem Tag, es war ein Sommertag, und meine Tante und ich waren dort. Und da waren diese zwei Dämme ins Wasser und meine Tante lag in der Nähe vom einen Damm.
Ich bin dann mit der Schnorchel dann ins Wasser gegangen und mit der Taucherbrille und war einfach Kind. Mit der Zeit habe ich nicht gemerkt, dass ich immer weiter ins Meer getrieben wurde. Wenn man nicht aufpasst, dann zieht es einem ja ins Meeresinnere sozusagen rein. Also einfach in die Weite hinaus. Und ich war fleißig am Tauchen und am Entdecken und am Schnorcheln. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich nicht mehr stehen konnte. Man kann dort im Meer zum Teil ziemlich weit rauslaufen. Also ich war sehr weit draußen schon. Und ich merkte plötzlich, ich kann nicht mehr stehen. Und bin dann hoch. Also die Taucherbrille habe ich dann abgezogen. Ich habe sie dann auch während des Erlebnisses verloren. Auch die Schnorchel, die waren danach weg. Und merkte, dass ich nicht nur nicht mehr stehen konnte, sondern dass ich gefährlich nah an dem zweiten Damm dran war. Und das hat eine Sogwirkung gehabt. Also einerseits konnte ich nicht mehr stehen und andererseits hat es mich zu diesem Damm hingezogen. In meinem kindlichen Kopf habe ich dann realisiert, jetzt ist nicht mehr gut, es wird gefährlich und ich wollte zurückschwimmen. Nur da war es leider schon zu spät. Der Sog wurde immer stärker und das Resultat war, dass ich immer wieder mit meinem Kopf unter das Wasser gezogen wurde, Richtung dieses Dammes, dieses Steindammes. Das heißt, ich kam rauf, habe nach Luft geschnappt und wurde nach unten gezogen. Und das ging so weiter, bis ich dann am Damm war, also am Rand des Dammes, fast am Schluss, waren wahrscheinlich wirklich mehr als 30 Meter. Und dann ging es los. Ich wurde nicht nur runtergezogen und konnte keine Luft mehr bekommen, sondern ich wurde auch mit meinem kleinen Körper an die Felsen, also an diese Steinfelsenbrücke geschlagen. Also das war so. Und immer wieder dieses Abtauchen, keine Luft bekommen und dann oben. Und dann habe ich natürlich versucht, mich festzuhalten an diesen Felsen. Aber in dem Augenblick, wo ich dann mich eigentlich an die Felsen festkrabbeln wollte, wurde ich bereits wieder zurückgezogen ins Meer. Ich kam mit dem Kopf unter Wasser und es ging, ich kann es nicht schätzen. In solchen Augenblicken hat man kein Zeitgefühl. Es war dann, vielleicht waren es 2, 3 Minuten, als ich um Luft gerungen war, als es fast vorbei war. Denn ich hatte auch mittlerweile Wasser geschluckt. Und die Sequenzen, dass ich unter Wasser war, war immer länger, weil ich auch wie keine Kraft hatte, als es mich wieder zurückschlug, nach oben zu gehen. Und als ich dann unter Wasser war, passierte es. Ich sah meinen Lebensfilm. Und ich war ja nur 7 oder 8 Jahre alt. Und das ist so eindrücklich gewesen, dass ich das bis heute sehe. Tatsächlich bis ins Kleinkinderalter. Ich bin nicht sicher, ob ich sogar meine Doch, ich habe auch so unscharf auch meine Geburt gesehen. Der Lebensfilm wird uns gezeigt, wenn das Leben vorbei ist. Und normalerweise ist das so die Vorstufe, bevor man geht. Aber es gibt verschiedene Erlebnisse von anderen Nahtoderlebnissen. Manche sagen auch medial, dass wenn sie mit Verstorbenen reden, das habe ich auch gemacht, ich bin ja auch seit Geburt an medial, also sind bei mir die Kanäle offen, dass sie mir dann erzählen, dass wenn man gestorben ist, dass man diesen Lebensfilm wieder sieht. Der Grund des Lebensfilmes ist,
zu reflektieren, anzuschauen, welche Erfahrungen hat man gemacht, welche nicht, was hat man verpasst, was hätte man tun können. Dies nicht als böses Karma oder was man gut oder schlecht gemacht hat, sondern einfach als pure Reflexion. Als kleines Kind diesen Lebensfilm zu sehen, ist very special. Ich merkte, muss ich sehr in die Erinnerung gehen, dass ich keine Kraft mehr hatte, körperlich. Und ich war auch, also es war um mich herum, war auch nur Blut. Weil durch dieses also Ranklatschen an diese Felsen war ich blutüberströmt. Überströmt. Es waren zwar keine schweren Verletzungen, also oberflächlich, und das blutet ja halt schnell, aber ich weiß noch, wie ich um mich herum sah und ich sah einfach auch Blut. Und spürte einfach, ich habe keine Kraft mehr. Und war kurz davor, loszulassen, weil ich auch keine Luft mehr hatte. Und eben, das ist jetzt in ein paar Minuten erzählt, das Ganze ging kürzer. Ich habe es jetzt wie detailliert auseinandergezogen. Und dann passierte das Wunder. Bei irgendeiner Welle, irgendwas passierte dann, dass ich gespürt habe, dass von unten etwas hochkommt. Eine Art Energie, eine Hand. Ich weiß nicht, was es war. Jedenfalls, ich spürte und ich hatte den ganz starken Impuls, noch halb bei Bewusstsein, nochmals versuchen, an die Felsen mich zu halten. Und dann geschah es, dass ich unter Wasser war mit dem Kopf, keine Luft hatte, oben, folgte diesem Impuls und habe dann mich versucht, an die Felsen wieder ran zu halten und ich wurde geschoben von unten. So mein Körper wurde geschoben und plötzlich hatte ich den Halt. Und mit letzter Kraft bin ich dann diesen Felsen hochgekrochen, völlig verwirrt, war wieder nicht klar, weil ich, ja, meine Lungen brannten, das weiß ich noch, und völlig benebelt im Kopf, es war mir schwindelig, es war ganz komisch und ich schwankte und stand dann am Ende dieses Dammes da. Ich weiß noch, dass ich zurückgeschaut habe zur Promenade und eine Frau wild gestikulierend schrie. Aber ich habe es irgendwie nicht gehört. Es war irgendwie wie alles wie betäubt. Es war so da. Und ich schaute an mich runter und ich sah, dass das Blut mir überall runterlief. Aber nicht, keine Verletzungen, einfach so diese oberflächlichen, also oberflächlichen Verletzungen. Ich taumelte dann zurück über diesen Damm und kam an der Frau vorbei, die auf mich zurannte und mich beschimpfte und anschrie. Und irgendwie habe ich dann noch gedacht, wieso schreit sie, wieso ist sie so böse auf mich? Im Nachhinein jetzt psychologisch war sie natürlich so erschrocken, dass ich so weit wahrscheinlich rausgeschwommen war und so ist es also rausgekommen. Ich bin dann weitergelaufen, habe sie stehen gelassen, ignoriert und bin dann zu meiner Tante, die dann aufsprang und fragte, Kind, was ist passiert? Und ich habe gar nicht groß erzählt, weil ich wollte nicht, damals schon nicht, dass sie sich zu viele Sorgen macht und habe irgendetwas gebabbelt. Sie weiß bis heute nicht genau, was da wirklich geschehen ist. Und das war das erste Erlebnis. Wer von euch hat auch mal den Lebensfilm gesehen? Speziell. Jetzt kommen wir zum zweiten. Und das ist nicht weniger, aber ganz anders. Mit 16 Jahren wurde ich operiert. Also eine von vielen Operationen. Die Operationen gingen dann ein paar Jahre. Das war ein Resultat, weil ich mit 13 Jahren eine Wirbelsäulenverkrümmung, eine deutliche hatte und auch einen
Bruch, der auch kompliziert war, im Skilift passiert. Holländerin kann ja nicht Skifahren. Skilift wickelte sich um mein Bein, zog mich hoch. Ich schrie, bis der Skilift ab war, war es tak, 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 dreifach gebrochen. Ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, das hatte dann einen Wachstumsnerv getroffen, sollte so sein vom Schicksal her, dass dieses linke Bein bei mir nicht mehr richtig gewachsen ist. Und mit 16 war es eine Beindifferenz von fast 3 Zentimetern. Und so wurde entschlossen, dass dieses Bein geschnitten wird, also unter dem das ist Bein, Oberschenkel, Unterschenkel, Knie, ja, Knie. Und da unten wurde dann der Knochen auseinandergeschnitten. Und dann von Knochen aus meinem Becken hinten, da wurde auch ein großer, schöner Schnitt gemacht, Knochen rausgenommen und dann dort reingesetzt. Gut, ich will jetzt nicht die ganzen OPs erzählen. Ich komme direkt zum Erlebnis. Tatsache ist, dass da sehr viel schief gelaufen ist, warum ich ja auch eine ziemliche Abfindung bekommen habe. Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich viel mehr verlangen können, aber in meinem kindlichen Naivität mit damals 18 Jahren danach war mir das nicht bewusst. Und ich hatte viele Komplikationen. Jedenfalls bei dieser ersten OP, ja, das war bei der ersten OP mit 16, wurde ich während der Operation wach. Das heißt, sie waren gerade dran, mein Bein auseinanderzusägen. Und ich spürte, ich war wach und spürte den Schlauch im Hals und konnte natürlich nicht atmen, hatte keine Schmerzen. Ich spürte einfach das hier und der Ton. Das war nicht lustig, das war so wie eine Vorbereitung. Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwie klingt das so krass, dass ich fast drüber lachen muss. Wie im Horrorfilm. Nur ich hörte noch, weil das war auch da, das Ohr, das Ohr. Sie wird wach, Narkose, irgendwas. Also die haben dann aufgehört, das Geräusch hörte auf und ich merkte, dass da etwas reinlief, es wurde warm in meinem Körper und ich war wieder voll in der Narkose. Nur, während dieser OP lief einiges schief, ich verlor sehr viel Blut. Das heißt, während der Operation haben sie mir schon Blutkonserven gegeben, dann kann ich bis zum heutigen Tag nicht Blut spenden, was ich sehr schade finde. Und dann passierte es. Ich wurde in einer Spezialklinik operiert, die dafür prädestiniert ist, in Zürich, in der Schweiz. Und ich bin nicht ganz, ja, doch, jetzt fällt es mir gerade tatsächlich wieder ein. Ein Tag später, genau. Ein Tag später, weil ich wurde so intensiv überwacht, irgendwie kam mir das auch schon ein bisschen komisch vor, als ich wach wurde. Ich blieb in der Intensivstation und ich habe dann das erst im Nachhinein dann erfahren, wegen der Blutkonserven und dass es mir vom hinteren Becken, wo sie mir da reingeschnitten hatten, in den Bauch geblutet hat. Also ein paar Stunden, halber Tag oder einfach am nächsten Tag kann ich mich erinnern, dass es plötzlich sehr, sehr hektisch wurde in der Intensivstation. Und ich plötzlich sehr schnell der ganze Wagen mit allem drum und dran mit ich weiß, doch das waren weibliche Krankenschwestern auf den Gang geschoben wurde irgendwo hin und irgendwie die rammten fast und ich fühlte mich müde, aber sonst nicht viel. Und dann kam plötzlich meine Mutter, die unten im Café war, die war schon dort und die blieb immer, das war so süß, die kam jeden zweiten Tag mit dem Bus immer zu mir und der Weg war wirklich weit. Und sie war im Café und sie wurde scheinbar in dem Fall hochgerufen, wie sie mir später erzählt hatte. Und sie kam dazu gerannt, während ich dann plötzlich hektisch mit dem Bett irgendwo hin transportiert wurde. Und meine Mutter, ich weiß noch, das Bett, ich lag im Bett,
fuhr vorbei und war irgendwie so, so wie Stone. Und meine Mutter schaute mich an und ich sah, weiß bis heute ihr Gesicht. Das war so. Und sie hat mir im Nachhinein erzählt, dass sie mein Gesicht fast nicht mehr gesehen hätte. Mein Gesicht war so weiß wie das Laken und fast wie transparent. Das Interessante war aber, ist, dass sie gesagt hat, nein, das komme ich gleich dazu, weil ich war einfach nur im Nichts. Ich habe dann erfahren, dass ich eine Lungenembolie habe, dass es also von hinten ins Be vom Becken, also vom Becken kam, in den Bauch, in die Lunge reingeblutet hat. Lungenembolie. Lebensgefährlich, akute Situation. Und ich weiß auch nicht mehr, was sie danach alles gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Und ich war sehr, sehr nah am Gehen. Und das Interessante war, und das ist das Nahtoderlebnis, dass ich nur vom Gefühl her in diesem absoluten Frieden war. In diesem absoluten Nichts. Es war, ja, es war eine Kombination aus Nichts und alles ist gut, wie wenn ich zugedröhnt wäre mit Drogen oder keine Ahnung. Es war nein, 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 nein. Dieser Zustand kommt nicht an Drogen heran. Hab auch schon mal Ecstasy probiert mit 19 mit meinem Ex-Freund. Das war nicht das Gleiche. Nein, das war etwas ganz, ganz anderes. Es war dieser unglaubliche Friede, diese Ruhe. Es war auch so, trotz der extremen Hektik um mich herum, war da einfach nur eine Art Stille. Meine Mutter hat mir erzählt, warum sie dieses Gesicht gemacht hatte, dieses extremste Erschrecken. Ich habe sie nie mehr so gesehen. Das war, sie hat gesagt, ich wäre schon tot, weil aber, und jetzt kommt das Aber, ich war nicht nur weiß im Gesicht und blass und transparent, sondern ich hätte diesen unglaublichen Frieden ausgestrahlt. So eine unglaubliche Ruhe, Liebe, Frieden, eine unglaubliche Weichheit. Ich hätte gestrahlt. Ich hätte wie Licht ausgestrahlt. Und meine Mutter dachte, sie hätte mich verloren. Ich bin ihre jüngste von vier Kindern, ein Nachzügler nach 13 Jahren. Ein kleiner Unfall, wie sie sagte. Sie konnte ihr Leben lang mir zwar nicht die Liebe geben, die sie gerne gegeben hätte, weil sie selber Unglaubliches erlebt hat. Das könnte Bücher füllen. Aber sie war dort für mich da. Ich wurde dann. Ich weiß nicht mehr genau, was alles passiert ist. Ich weiß noch, ich wurde, glaube ich, sogar noch in ein anderes Krankenhaus gebracht. Lungenmaschine. Ich weiß nicht mehr, was alles geschehen ist. Die Generation, also ich habe es dann überlebt. Ich sitze ja jetzt vor dir. Aber es ging sehr, sehr lange. Es ging wirklich sehr, sehr lange. Ich war wochenlang im Spital, sogar wenige Monate. Ich weiß nicht mehr genau. Zwei Monate. Also waren 7, 8 Wochen war ich im Spital. Und es ging sehr, sehr lange. Und dazu hatte ich ja auch das Bein. Also ich hatte dann eben, du weißt ja, Oberschenkel, Unterschenkel hier auseinandergeschnitten. Und ich wurde dann mehrmals operiert. Die haben mir Spieße reingesteckt, Gips rundherum. Dann ist das Bein innerhalb des Gipses, wurde dann dünn, hat sich bewegt, hat alles voll geblutet. Und da wieder Notfall und dort wieder Notfall und schlussendlich habe ich 1,5 Jahre Krücken gehabt, habe dann noch eine Platte bekommen am Schluss. Die wurde dann mit 19 raus operiert. Und trotzdem, das klingt jetzt alles extrem. Aber wisst ihr was? Wenn du die Emotionen, die Geschichte wie rausnimmst, dann ist das alles nicht schlimm. Denn
Die Zeit, wie ich sie in Erinnerung habe, war neutral. Ich habe sogar mein Gaudi gemacht. Sobald es mir besser ging mit dem Rollstuhl, habe ich Wettrennen gemacht und ich habe geflirtet wie ein Weltmeister. Also ich war sowas von lebendig danach. Ich wollte richtig leben und habe, meine Mutter hat dann gesagt, ich hätte sehr, sehr viel, sehr schnell gelebt danach. Und man konnte mich nicht aufhalten. Ich habe trotz anderthalb Jahre mit den Krücken, ich durfte das Bein nicht belasten, bin ich mit dem Bus und Zug immer in die Disco gefahren. Konnte natürlich nicht tanzen, aber wollte einfach. Geil. Mal gucken, ob ich jetzt alles habe. Ich zeige euch jetzt noch was. Meine Mutter hat mir dann auch, sie war sehr, sehr, sie hatte wenig Geld dort, aber die hat mir tatsächlich noch 3 Tage nach der Operation, weil ich überlebt habe, hat sie mir. Seht ihr ein N? Dieses Gold-Dingsbums. Oh, ich habe es gesehen. Mit einem N, wie nennt sie, einen kleinen Diamanten gekauft. Mit dem Datum der Operation. Oh, 9.9. Oh Gott. Ich muss kurz die Brille holen. Moment. Oh Gott, ich kann es nicht mehr lesen. Von Mama? Jetzt doch, 9.9.1990. Ja, genau. Das habe ich von ihr noch bekommen. Ja, das war's, liebe Leute. Das waren meine 2 Nahtoderlebnisse. Das ist es. Ich habe es geteilt, um dir 2 aus 2 Gründen. Erstens, um zu sagen, es geht weiter. Das zweite, also nach, mit der Form, danach, wir sind unendlich, wir leben weiter. Yes! Und das zweite ist, dass vieles nicht so dramatisch ist, wie es scheint, dass meistens in der Situation selber ist es ganz anders von der Empfindung her, als wir danach, wenn wir es nochmals reflektieren, vielleicht noch mit Emotionen belegen. Das ist auch ein wichtiger Hinweis für Erlebnisse vielleicht, die du selber hast. Nimm mal die Emotionen raus und bleibe neutral und beobachte, was geschieht wirklich. Was ist wirklich geschehen? Dann siehst du, dass wir immer begleitet, beschützt und gehalten werden. Ich liebe dich. Danke vielmals fürs Zusehen, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und ich freue mich auf den Lichtkreis in 3 Tagen, diesen Sonntag. Wenn du Lust hast auf eine Live-Begegnung mit mir, so haben wir noch einen kleinen Lichtkreis und einen wunderschönen Brunch, wo du dich noch anmelden kannst. Schreib mir einfach in die Kommentare, am besten aber Telegram oder Facebook oder Insta. I love you. Bye bye.